Ich habe euch heute mal ein Fingerabdruckschloss, also Vorhängeschloss, mitgebracht. Das wird von One Track Living, wird das jetzt gerade verkauft. Wir sind bei ungefähr 30 Euro, also 30,45 € gratis Versand bei Amazon. Und gucken wir uns das Ding mal an. So, der ganze Aufbau recht schön gemacht. Hier Ersatzschlüssel, dann USB-Anschluss und hier nochmal das Schloss. So, nehmen wir mal das Schloss an sich raus. So. Was gut bei dem Schloss ist, am Anfang kann man es mit jedem Fingerabdruck öffnen und dann in dem Moment muss es personalisiert werden und dann wird es auf einen Fingerabdruck festgelegt. So, jetzt ist das Ding offen. Was ihr sehen könnt hier am Bügel, das sind keinerlei Kerben, das heißt also durch ganz normal Metall reinstecken oder sowas kriegt ihr das Ding nicht auf. Und wenn das dann verschlossen ist, ist Bombe, geht so nicht auf. So, jetzt haben wir natürlich die einzige Schwachstelle natürlich wieder bei dem ganzen Ding. Wir haben hier unten haben wir noch einen kleinen Schließzylinder. Das Ding gucken wir uns gleich nochmal an. So Leute, jetzt haben wir hier unten halt eine Schwachstelle und das ist dieser Notschließzylinder. Das kann man hier bequem aufklappen, dann kann man ins Schloss reingucken. Dürfte also nicht großes Problem sein. Ich nehme euch mal ein bisschen näher mit ran. Spanner im oberen Bereich reinsetzen. Und das Ding ist offen. Das ist natürlich immer das Problem. Bei sämtlichen Schlössern, die ihr euch holt, wo irgendwo ein kleines Notschloss dran ist, das ist die Angriffsstelle Nummer 1 und somit sind die Schlösser auch nichts wert. Die elektronische Verriegelung finde ich so ganz gut. Macht ordentlich was her. Also wenn man hier jetzt versuchen würde, mit einem Metall reinzugehen und das Ding aufzudrücken, wird nicht funktionieren. Und ja, wie gesagt, elektronisches Schloss wunderschön, Fingerabdruck wunderschön, aber das Problem ist immer noch das Notschloss unten dran. Also sollte man sich das genau überlegen, ob man dafür jetzt 30 Euro ausgibt. Ich würde es nicht. Aber es gibt ja immer die MacGyver unter euch, die sagen, ich mache alles mit der Büroklammer. Kann man natürlich auch machen. Man bricht sich ein Stückchen Büroklammer ab. Macht sich ein bisschen Platz. Also ihr seht, ich kann das auch. Ich bin nur ein bisschen verwöhnt. Ich nehme einfach einen Dietrich dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da und viel Spaß!